Cannabis anbauen, konsumieren und weitergeben, all das ist in Österreich nicht erlaubt. Deutschland will das jetzt ändern und die Gesetze lockern. Ein klares Nein dazu kommt von der Oberösterreichischen Volkspartei. Denn da geht es um Gesundheit, da geht es um den Schutz der Gesundheit, es ist aber auch eine sicherheitstechnische Frage. Einer Legalisierung in Deutschland könnte eine Lockerung in der gesamten EU folgen, so die Befürchtung. Das wäre aber auch deswegen schlimm, weil wir ja über die Grenzkontrollen das nicht mehr handeln können und daher dann diese Dinge ausufern. Und daher ist es ganz wichtig, dass wir von Beginn weg sagen, dass wir das nicht wollen. Der Oberösterreichische Landtag fordert eine klare Positionierung von Justizministerin Alma Sadic und Gesundheitsminister Johannes Rauch. In der Sitzung am Donnerstag wird es aber noch um weitere Gesundheitsthemen gehen. Auf der Agenda steht der Finanzierungsplan für die heimischen Krankenhäuser. Unser Ziel ist ja, dass die Menschen in Oberösterreich gut und gesund leben können, in allen Regionen unseres Landes. Und daher investieren wir in attraktive Arbeitsplätze, in mehr Personal, aber auch in entsprechende Investitionen in die ganzen Häuser. Rund 200 Millionen fließen in den nächsten 5 Jahren in Sanierung, Ausbau und Anschaffungen. Damit finanziert das Land Projekte im Pyrn-Eisenwurzen-Klinikum Kirchdorf sowie in den Krankenhäusern Schärding-Freistadt und Bad Ischl. Unter anderem kauft das Land dringend benötigte MRT-Geräte. Mit diesen Investitionen geben wir eine Standortgarantie auch für die Landspitäler ab und das Versprechen, dass wir diese Standorte weiterentwickeln, damit Spitzenmedizin in allen Teilen unseres Landes angeboten werden kann. Die Opposition fordert mehr Geld. Ich glaube, unser gemeinsames Anliegen muss ja sein, unser gutes Gesundheitssystem weiterzuentwickeln. Und dazu gehört einmal, Gutes anzuerkennen, das wir zweifellos haben, und gemeinsam nach Besserem streben. Und ich gehe davon aus, dass jedenfalls eine breite Mehrheit im Landtag genau diese Philosophie vertritt. Es wird also über viel Geld diskutiert bei der nächsten Landtagssitzung.